Mein Name ist Stefan Schiffer und ich bin Geschäftsführer bei der Firma EGF in Pforzheim und seit 3 Wochen im Amt. Hallo, mein Name ist Nick Binder. Ich gehöre zur Inhaberfamilie, bin somit schon seit Kindesbeinen immer wieder dabei und auch relativ frisch, also seit September 2017 als Assistent der Geschäftsführung mit dabei und arbeite dann jetzt sehr eng mit Stefan Schiffer zusammen. Herr Schiffer, als neuer Geschäftsführer, was wird sich für den Fachhandel bei EGF ändern? Die Frage kommt natürlich sehr früh. Im Moment bin ich dabei, mich umzuschauen, zu lernen, in diese Branche einzutauchen. Was ich bisher festgestellt habe, ist, dass entgegen meines ursprünglichen Gedankens, dass es sehr viel oder nur Tradition gibt, dass die Branche sich mit der Zukunft beschäftigt, sehr innovativ ist und ständig an neuen Ideen arbeitet. Von daher bin ich gerade dabei, mir Gedanken zu machen mit meinem Team, was wir denn für den Fachhandel in Zukunft weiter anbieten können. Wichtig hierbei ist, ich denke, dass wir von einer guten Basis starten und eine starke Fachhandelsbindung haben. Welche Trends wird es 2018 im Trauring-Bereich bei EGF geben? Wie werden die Designs ausschauen? Also was wir jetzt in 2017 gemerkt haben, ist, dass die Modelle immer schmaler werden, immer filigraner. Und wir sind überzeugt davon, dass das auch in 2018 erstmal so weitergehen wird. Wir haben uns auch in unseren neuen Kollektionen mehr in die Richtung bewegt. Das heißt, die Ringe sind schmaler geworden. Das ist ein Trend. Das andere ist Perlfugen. Das heißt, trotz den schmalen Ringen setzen wir neue Akzente, gerade mit Perlfugen oder neuen Steinbesätzen. Allgemein sind klassische Ringe immer noch die Bestseller. Aber neu interpretiert mit durch diese filigranen Akzente. Wie sieht es mit den Materialien aus? Welche Materialien sind im Trend? Merken Sie da einen Wandel? Also wir merken, dass es sehr viel Platin ist momentan und trotz der schmalen Ringe oder gerade durch die schmalen Ringe vielleicht sogar noch höherwertigere Materialien gewählt werden. Kommen wir zum Thema Social Media. Wie sind Sie auf Social Media vertreten und welche Kanäle bedienen Sie? Also Social Media ist an sich für uns nichts Neues. Der Zug ist schon länger unterwegs, so wie wir auch. Das heißt, bei Facebook zum Beispiel waren wir jetzt schon seit einigen Jahren aktiv, haben uns jetzt da aber auch nochmal neu aufgestellt, indem wir einen regelmäßigen Ablauf haben, in welchen Abständen wir Neuheiten publizieren und haben uns jetzt auch sehr stark auf Instagram fokussiert, wo wir einfach merken, dass da sehr viele Leute unterwegs sind, gerade auch die Jüngeren, die jüngere Zielgruppe. Genau, und unterstützen da auch unsere Trauring-Juweliere, indem wir für den Verbund, für unseren Trauring-Juwelier-Verbund den Content produzieren. Jeder Konsument, der heute in den Juwelierladen, in das Geschäft hineingeht, hat sich zu einem hohen Prozentsatz schon vorinformiert und kommt relativ gut informiert in das Geschäft hinein. Das heißt, sei es Internet und darum ist es auch im Bereich Social Media sehr wichtig, dass wir da unsere Fachhändler unterstützen. Was bisher noch nicht gelungen ist, und das müsste ein weiterer Schritt sein, ist für den Fachhandel am Ende des Tages ist es ja nicht wichtig, dass er Social Media macht, sondern dass er erkennt, wie viel Kunden er über Social Media in seine Geschäfte lockt, um zu den Gesprächen zu kommen. Denn wenn das Gespräch einmal stattfindet, ist der Abschluss auch relativ sicher, um es einmal so zu sagen. Und das Thema Onlinehandel, wie wichtig ist das für Sie oder planen Sie selbst online zu verkaufen? Zum Thema Onlinehandel gibt es bei uns eine klare Strategie. Wir sind Partner unseres Fachhandels. Wir haben keine Überlegungen im Bereich Online-Strategie, Online-Angebote etwas anzubieten. Ich kann mir persönlich, auch nach nur wenigen Wochen in der Branche, im Moment nicht vorstellen, dass unser individuelles Produkt über den Onlinehandel angeboten werden kann. Weil es sehr beratungsintensiv ist, das Trauring-Geschäft? Absolut. Es ist sehr individuell, sehr beratungsintensiv. Es bedarf sehr viel Know-hows, auch den Konsumenten dahin zu führen, dass er die Lösung bekommt, die er auch haben möchte. Das Produkt ist nicht vergleichbar wie
zum Beispiel ein Buch und es geht hier um eine lebenswichtige Frage. Das Thema ist behaftet mit der Frage aller Fragen und mit dem wichtigsten oder zumindest einem der wichtigsten Ereignisse im Leben zweier Menschen. Und da bedarf es zumindest meiner Meinung nach noch Hilfe von Fachhändlern, die jungen Menschen damit auf den Weg zu nehmen, was jetzt das richtige Paar Ringe ist für die beiden. Es gibt bei EGF schon seit einiger Zeit einen Konfigurator. Wie wichtig ist dieser Konfigurator im Verkaufsgespräch beim Juwelier? Es ist einfach so, dass das Thema Individualität natürlich ein Megatrend ist, der auch jetzt noch da ist. Und dieser Konfigurator ist ja letztendlich diese Unterstützung, um relativ schnell zu veranschaulichen, wie individuell das Produkt gestaltet werden kann. Das heißt, es ist wirklich im Verkaufsgespräch eine Symbiose aus den beiden Systemen. Einmal der Echtware und was man anfassen kann und das andere, was man dann am Computer zeigt. Ne? Wir sind jetzt gerade dabei, den Schritt Konfiguration noch weiter in Zukunft zu gehen, indem wir das Ganze in 3D machen für unsere Solitäre. Da entwickeln wir jetzt einen 3D-Konfigurator mit einem 3D-Drucker zusammen, sprich unser Juwelier wird die Möglichkeit haben, unsere Solitärringe in 3D zu konfigurieren und diese dann in seinem eigenen Geschäft in 3D auszudrucken und hat somit nochmal den Mehrwert für den Endkunden, dass er zum einen das Produkt schon mal vorab zeigen kann in der richtigen Ringweite, in der richtigen Breite, im richtigen Profil, mit dem richtigen Steingröße als Zirkonia dann. Und zum Zweiten symbolisiert er damit natürlich auch das Thema Zukunft und das Thema, wo es hingehen wird. Und 3D-Druck ist für unsere Branche noch nicht wirklich da, aber wir sind uns sicher, dass es kommen wird. Was wünschen Sie sich von Ihren Fachhändlern? Das ist eine gute Frage. Da darf ich dann auch wieder darauf verweisen, dass ich da gerade dabei bin, das rauszufinden. Die Inorgenta war ein sehr wichtiges und gutes Medium, um in erste Gespräche mit unseren Fachhändlern hineinzugehen. Was ich mir wünsche, aber ich denke, dieser Wunsch wird auch schon oder wird sehr bald in Erfüllung gehen, weil ich auf sehr viel offene Ohren und positives Feedback gestoßen bin. Ich würde mir wünschen, dass Unternehmer etwas unternehmen, das heißt Innovationen mit nach vorne tragen. Offen sein zum einen für unsere Ideen und aber auch offen und selbstbewusst sein, was die Fachhändler ohnehin sind, uns ihre Ideen mitzuteilen, die an uns heranzutragen, sodass wir dann gemeinsam überlegen können, welche Lösungen sind für diese Branche interessant und wie können wir den nächsten Schritt auch machen, um die Branche nach vorne zu bringen.